So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Heute unser Test zu Destruction All-Stars, dem PS Plus exklusiven Titel für die PlayStation 5. Ich möchte euch in den kommenden Minuten ein bisschen was zum Umfang zeigen, welche Spielmodi das Spiel hat, wie sich das Ganze spielt vom Gameplay, welche Möglichkeiten ihr generell in dem Spiel habt, und dann möchte ich auch im weiteren Verlauf des Spiels euch gerne mitteilen, für wen ich das Spiel für geeignet halte, für wen nicht, und auch am Ende des Spiels dann entsprechend eine Wertung abgeben von 0 bis 10, wo ich dieses Spiel qualitativ einordnen würde. So, wir fangen jetzt erst einmal an mit der Übersicht zu den Spielmodi. Wir haben hier den ganz klassischen Multiplayer-Modus. Das ist natürlich, dass ihr online gegen echte Gegner aus aller Welt antretet. Dann haben wir hier den Arcade-Modus. Das ist im Prinzip fast adäquat zum Multiplayer-Modus, nur dass ihr den im Prinzip dann offline gegen KI Gegner spielen könnt. Dann habt ihr die Herausforderer-Serie, da könnt ihr im Prinzip charakterbezogen unterschiedlichste Herausforderungen rundenbasiert meistern und könnt dann entsprechend neue Skins für eure Charaktere freischalten und andere diverse Sachen, die euch dann individueller quasi machen. Das ist ein Übungsmodus, den man auch nutzen kann, und dann gibt es hier diesen Anpassen-Modus, wo ihr euren Charakter dann entsprechend dann mit erspielten und erkauften Dingen individuell gestalten könnt. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt mal in den Multiplayer ein. Hier seht ihr es, aktuell gibt es hier Solo-Match-Varianten und 8 gegen 8 Runden. Ich würde euch jetzt einfach mal eine Solo-Variante zeigen. Es gibt hier auch unterschiedliche Möglichkeiten. In einem Modus müsst ihr so viele Zahnräder wie möglich sammeln gegen andere Gegner, in dem anderen, und das ist eigentlich der klassische Modus hier, wie ich finde, auch gegen andere Online-Gegner, das ist der Mayhem-Modus, und hier müsst ihr so viele Gegner wie möglich rempeln, und das Ganze möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Wichtig auch, es gibt ein Tutorial im Spiel, da könnt ihr also die Steuerung erlernen, die eigentlich insgesamt gut und schnell von der Hand geht, intuitiv ist und für jeden zugänglich ist, also keine große Schwierigkeit inhaltlich bietet. Und dann warten wir mal die Matchsuche ab. Das geht normalerweise aber ziemlich schnell. Hier können wir uns einen von 16 Charakteren aussuchen. Die man dann letztendlich natürlich dann auch im weiteren Spielverlauf gerne auch individuell gestalten kann. Und dann warten wir das Match mal ab. Wie gesagt, 16 Charaktere, sehr, sehr unterschiedlich, sehr spannend gestaltet. Die Grafik, wie ihr gleich sehen werdet, ist mehr als gelungen. Die Steuerung ist eingängig, sie ist einfach gehalten, bietet also gar keine großen Gameplay-Griffe im eigentlichen Sinn, also keine großartigen Kniffe. Aber wie gesagt, sie ist sehr zugänglich und für jedermann eigentlich gut zu beherrschen. So, ich möchte euch das jetzt anhand eines Online-Matches mal zeigen, wie das Spielprinzip hier generell ist. Und dann würde ich mal sagen, let's go! So, jeder der Protagonisten schnappt sich jetzt so schnell wie möglich eins der Autos, die hier stehen. Haha, wie ihr seht, das war schon mal ein klassischer Fehlstart für mich, aber ich kann hier entsprechend schnell mit einem weiteren Auto einsteigen. So, dann kann man hier Turbo drücken, und es geht jetzt hier in diesem Modus speziell um Karambolagen, 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 bis euer Auto quasi hinüber ist. Oh, das war ein sehr guter Treffer, da habe ich den Gegner sogar eliminiert. Ich habe eine Turbo-Taste sozusagen, wenn ich jetzt hier nach vorne drücke. Aber es ist gar nicht so einfach, die Autos zu treffen. Das ist sogar ein positiver Vorführeffekt hier, aber das will schon auch ein bisschen geübt sein. So, mein Auto ist jetzt so gut wie hin, das habe ich gerade gemerkt. Also hüpfe ich hier auf die nächste Plattform, ins nächste Auto rein, und ab geht die Luzi. Wie ihr seht,
Die Optik ist wirklich mehr als gelungen, wie ich finde. Ein sehr, sehr hübscher Comic-Grafikstil. Und wie ihr seht, mein Auto jetzt schon hin. Jetzt gucken wir mal ganz schnell hier, wo wir hier ein neues Auto finden. Ah, da vorne. Oder hier. Und dann wieder rein ins Auto und versuchen, die Gegner wieder zu treffen. Wie gesagt, ihr habt hier unterschiedliche sowohl Online- als auch Offline-Spielmodi. Das heißt, die Herausforderung bzw. die Aufgabe ist dann eine unterschiedliche. Aber ich denke mal, das ist der klassische Modus hier. Andere Gegner rammen. Darum soll es eigentlich im Kern auch in dem Spiel gehen. Und wir kommen auf jeden Fall mal zu den positiven Aspekten, die ich ja schon hier eingangs auch geäußert habe. Ah, der Wagen ist noch gesperrt, aus welchem Grund noch immer. Dann nehmen wir halt den. Guckt euch das mal an. Der Wagen ist einmal getroffen und schon wieder hinüber. Es wird schwer werden, das aufzuholen. Diese Runden sind immer zeitbezogen. Das heißt, ihr habt nur eine bestimmte Zeit für die Online-Matches und derjenige, der dann in dieser Zeit hier, während ich das Auto nochmal wechsle, weil meiner schon hin ist, also ihr habt eine begrenzte Anzahl an Zeit und in dieser Zeit müsst ihr natürlich versuchen, von allen Gegnern die meisten Punkte fürs Rammen anderer Fahrzeuge zu bewerkstelligen. Wie ihr seht, ist das hier gar nicht so einfach. Und wenn ich euch den Online-Modus dahingehend zeige, dann ist Offline im Prinzip kein großer Unterschied, außer dass ihr da im Prinzip dann gegen KI spielt und nicht gegen menschliche Gegner. Aber ich denke, gegen menschliche Gegner macht es sicherlich insgesamt viel mehr Spaß. Oh, jetzt bin ich in dieses Loch gefallen. Da ist sowieso K.O., aber das heißt jetzt nicht, dass ich in dieser Match-Variante generell K.O. bin. So, jetzt habe ich da ein Auto, ein Sonderauto sozusagen, mit L1 auf... Oh, jetzt fahre ich hier wieder rein. Aufgeladen und das kann ich mir dann auch mit der L1-Taste entsprechend holen. Der Tafel sind viele Punkte, aber für die Konkurrenz, es wird schwer werden, das aufzuholen. Was mir an dem Spiel auf jeden Fall gefällt, es scheint mir eigentlich für nahezu jede Altersgruppe eigentlich ein geeignetes Spiel für zwischendurch zu sein. Ich denke, das kann man auf jeden Fall schon hier sagen. Wie gesagt, ich habe alles ausprobiert, sowohl den Arcade-Modus als auch den Multiplayer. Ich habe auch bei der Herausforderung mal angefangen zu spielen. Das werde ich euch dann gleich noch zeigen. Und dann kann ich euch in jedem Fall sagen, was mir an dem Spiel dann möglicherweise auch nicht so gut gefällt und für wen das geeignet ist. Auf jeden Fall gilt hier natürlich noch zu sagen, es ist ein PS Plus exklusiver Titel für die PlayStation 5. Das heißt, er ist allen PS Plus Mitgliedern kostenlos zugänglich. Und das ist für mich auch erst einmal eine wichtige Info, die man hier einfach auch geben muss. Denn natürlich könnt ihr euch vorstellen, der Hersteller versucht natürlich auch an einigen Stellen im Spiel Geld zu verdienen. Das ist völlig legitim, denn immerhin zahlt er hier keine 40, 50 oder 60 Euro für einen Vollpreistitel, sondern erst einmal grundsätzlich gar nichts. Dieses Spiel ist im Grunde genommen auch eigentlich als Release-Titel im November für die PlayStation 5 gedacht gewesen. Das hat aus diversen Gründen offenbar nicht geklappt und so hat sich das Entwicklerstudio auch nach langem Händering dafür entschieden, das jetzt als Free-to-Play-Titel erst einmal im Rahmen der PS Plus-Mitgliedschaft für PlayStation 5-Mitglieder anzubieten. Oh, ob man das wieder ausgebeult kriegt? 30 Sekunden! So, die Runde geht noch 30 Sekunden. Jetzt kann ich R1 drücken, da bin ich wieder ein bisschen schneller unterwegs und hol mal also das nächste Fahrzeug und hier müsste ich doch eigentlich irgendeinen treffen, jawohl. Ah, sehr schöner Treffer nochmal hier zum Schluss der Runde. Die Runde ist dann auch gleich um und dann gucken wir uns gleich mal das Ergebnis an.
Alle, die natürlich nicht gewinnen, haben hier eine Niederlage fabriziert. Wie gesagt, ich war jetzt natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich es nebenbei kommentiert habe für euch, natürlich auch nicht so 100% auf das Match fokussiert. Aber wie gesagt, darum geht es im Kern auch gar nicht, sondern ich wollte euch hier nebenbei natürlich auch entsprechendes Gameplay zeigen. So, ihr seht das dann hier. Ihr könnt verschiedene Herausforderungen meistern. Hier levelt ihr euch natürlich ab. Jetzt bin ich hier auf einem 5er-Level, kriege wieder eine In-Game-Währung. Nennen wir sie hier einfach mal 1000 Coins. Und mit denen kann ich zum Beispiel auch Kosmetika und so weiter und so fort freischalten. Das werde ich euch dann gleich auch mal zeigen. Gehen wir jetzt mal aus dem Multiplayer raus. Wie gesagt, hier gibt es verschiedene Solo-Match-Varianten inhaltlich und auch aktuell verschiedene 8 gegen 8 Matches. Sicherlich kann der Entwickler und Hersteller hier in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder mit Patches und Updates das ein oder andere dazufügen. Davon ist mit Sicherheit auch auszugehen. So, Arcade-Modus muss ich euch an sich nicht weiter zeigen. Ihr könnt es jetzt hier mal ganz kurz sehen. Hier gibt es 4 unterschiedliche Spielmodi. Wenn ich jetzt einfach mal anklicke, habe ich aktuell 3 unterschiedliche Arenen und ich habe 3 Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel und schwierig und könnte das Ganze dann auch hier quasi mit KI-Gegnern spielen. Zur Herausforderer-Serie kommen wir gleich. Den Übungsmodus muss ich euch nicht zeigen. Der ist an sich selbsterklärend. Hier könnt ihr diverse Dinge üben. Und hier habt ihr noch den Anpassungsmodus. Das heißt, das können wir uns ganz gerne mal anschauen. Hier habt ihr die ganzen Charaktere. Den haben wir jetzt hier zum Beispiel auch verwendet. Wenn ihr jetzt auf Konfigurieren geht, dann seht ihr das hier zum Beispiel ganz gut. Hier sind halt die Outfits, die ich mit diesen Coins freischalten kann. Hier seht ihr zum Beispiel unterschiedliche Skins für das Fahrzeug im Hintergrund. Dann habt ihr hier diverse Emotes, die ihr euch dazu kaufen könnt. Die sind dann teilweise nur mit den Ingame-Münzen zu kaufen oder eben auch in Kombination mit dieser, ich nenne sie mal rosa Währung, die man im Prinzip dann nur gegen Echtgeld im Shop kaufen kann. Aber wie gesagt, ich finde es völlig legitim, denn der Hersteller bietet euch das Spiel im Grunde genommen erst einmal kostenlos an. Der Rest ist alles kann, nichts muss und von daher finde ich es auch legitim. Fahrzeug-Emotes haben wir hier natürlich auch ganz klar. Ja, also die ganze Bandbreite, wie man sich das vorstellt und eigentlich aus allen gängigen Spielen kennt, die dieses Modell hier vorgelebt haben. Ich sag nur Fortnite, um wahrscheinlich den größten Titel zu nennen, der dieses ganze System, ich würde jetzt mal sagen, auf den Markt gebracht hat. So könnt ihr im Prinzip alle eure Charaktere individualisieren und das soll an der Stelle hier eigentlich auch schon das Wichtigste gewesen sein. Hier könnt ihr euch für euer eigenes Profil ein Avatar und ein Banner erstellen. Die kann man auch mit In-Game-Währung kaufen. Hier habt ihr die Möglichkeit im Shop dann entsprechend diese Packs zu kaufen und wie gesagt, völlig legitim. Wir kommen jetzt noch zur Herausforderer-Serie. Das möchte ich euch jetzt als Spielmodi auch noch im Rahmen des Tests zeigen. Hier ist mir aufgefallen, der erste Charakter, das ist der hier, der ist quasi kostenlos und wenn ich es jetzt richtig überrissen habe, wenn ihr mit anderen dieser 16 Charaktere spielen wollt, gehen wir mal hier zum Beispiel rauf. Mit dieser Dame, mit diesem Fuchsfell könntet ihr zum Beispiel 7 kosmetische Objekte in 7 unterschiedlichen Events freischalten. Dann müsstet ihr diese Dame quasi erstmal für diesen Modus freischalten und müsstet von dieser externen Währung erst einmal 200 Tacken hier investieren. Sonst könnt ihr das mit dieser Dame halt nicht machen. Ich halte das jetzt hier nicht für klassisches Pay-to-Win. Das sehe ich nicht so. Wer dann halt solche Charaktere auch mit diesen kosmetischen Skins, die man über diesen Modus speziell halt für seinen Charakter holen kann, dann im Prinzip erspielen möchte, der muss die Charaktere halt im Endeffekt mit Echtgeld zusammenkaufen. Aber wie gesagt, bitte habt Verständnis dafür, der Hersteller möchte auch ein bisschen Geld verdienen und das Spiel ist in seiner Grundvariante völlig kostenlos. So, ich möchte euch diesen Modus aber nochmal zeigen. Ich habe jetzt hier die erste Herausforderung geschafft. Das seht ihr jetzt hier rechts. Da habe ich von 3 Herausforderungen während dieser Runde quasi 2 geschafft. Hier gibt es Breaktime, das möchte ich euch mal zeigen. Das ist extrem schwierig, aber ich möchte es euch mal zeigen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich die Herausforderung schaffe. Ich möchte euch aber ein Gefühl für diesen Modus vermitteln. Haut rein!
keine Zeit für Pausen. Es ist hier muss ich jetzt quasi 60 von diesen Zahnrädern einsammeln und sollte natürlich idealerweise auch immer diese ganzen Sanduhren auch einfahren sozusagen, denn die sichern mir jedes Mal 5 Sekunden mehr Zeit für das Ganze. Das ist echt knackig. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht. Ich bin, glaube ich, in meiner besten Runde hier auf circa 45 dieser Würfel gekommen. Aber ich möchte euch einfach hier nur mal ein Gefühl vermitteln, wie unterschiedlich die Herausforderungen hier sein können. So. Wir sammeln jetzt einfach fröhlich ein. Nehmen natürlich hier noch die Zeituhr mit. Und werden das Ganze jetzt mal durchziehen in der Runde. Die ist natürlich auch auf Zeit gemünzt. Das seht ihr jetzt hier rechts. Natürlich, wenn ich diese kleinen Zeituhren einsammle, habe ich immer noch ein bisschen mehr Zeit. Mit R1 kann ich hier natürlich jetzt entsprechend etwas schneller agieren. Aber ich erwarte nicht, dass ich euch das jetzt hier während meiner Runde, dass ich das jetzt hier schaffe. Davon ist nicht auszugehen, denn einige dieser Würfel oder Zahnräder besser gesagt, sind in dieser Runde noch irgendwo hier oben und ganz raffiniert quasi verteilt. Also das ist schon dementsprechend extrem schwer, muss man einfach wirklich sagen. Nicht zwinkern! Ultimus Breaker ist scharf und einsatzbereit. Genug Zeit zum Gewinnen. Was für ein Timing! Kostbare Sekunden dazu gewonnen. So, von diesen Dingern habe ich jetzt hier quasi nichts. Da hinten sehe ich noch ein paar Würfel. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute Zeit. Ultimo behält seinen Breaker in Reserve. Wartet er auf den günstigen Moment? Sehr schön. Deine Anzeige ist randvoll. Sehr gut gemacht. Das habe ich eben richtig gut gemacht. Keine Ahnung, wie man an die Dinger hier rankommt. Jetzt haben wir hier 51. Aber ihr seht's. Keine Ahnung. Das müsste man noch rauskriegen. Bin jetzt auch nicht sicher, ob hier vielleicht sogar ein paar mehr als 60 verteilt sind. Aber wie ihr seht, das Ganze ist dann auch durchaus machbar. Da muss man sich einfach mal die Runden hier ein bisschen taktisch zurechtlegen und auch ein bisschen wahrscheinlich auch einprägen, wo diese ganzen Würfel ungefähr sind. Wie gesagt, ich wollte euch ja jetzt hier nur zeigen, was dieser Herausforderungsmodus, den ich auch sehr gut finde, an durchaus sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen für euch zur Hand hat. Jetzt seht ihr das, dass ich das hier natürlich dann entsprechend nicht geschafft habe, aber ich war schon nah dran auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wie gesagt, das wollte ich euch jetzt mal zeigen, was euch in diesem Modus erwartet. Also das ist jetzt hier kein Kinderkram. Also da müsst ihr schon ordentlich für spielen. So, was gibt es eigentlich jetzt noch zu sagen? Eigentlich habe ich die wichtigsten Dinge genannt. Das Einzige, was ich euch vielleicht noch ein bisschen zeigen könnte, ist, dass es hier grundsätzlich auch sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Was Video, Audio angeht, Steuerung, Tastenbelegung, das ist also durchaus individuell belegbar. Gameplay finde ich auch ganz interessant. Hier Tutorials könnt ihr ausstellen oder ein. Und die Region der Matchsuche, sprich auf welche Server ihr quasi geht. Ich habe Europa eingestellt, wobei ich glaube, dass das Standard ist. Jetzt könnt ihr mal gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Also auch das ist durchaus möglich. Während ich hier noch ganz schnell durchklicke und jetzt wieder ins Menü zurückgehe, möchte ich jetzt einfach auch mal zu einem Fazit zu dem Spiel kommen. 16 Charaktere, eine wunderbare Comic-Optik, ein eingängiges Gameplay, eine gute Steuerung, ein immer wieder mal zum Zwischendurch einladendes Gameplay, ein Spiel, was inhaltlich durchaus in seinem jetzigen Rahmen schon gut ist, aber aus meiner Sicht für Langzeitmotivation durchaus noch Inhalte hinzufügen muss, kriegt von mir eine wirklich überraschend gute Note. Ich finde, das Spiel ist eigentlich für jedermann geeignet, der die PS
Plus Mitgliedschaft und eine PlayStation 5 hat. Ich kann euch alle nur einladen. Ladet das Spiel runter, probiert es doch einfach mal aus. Für zwischendurch, wie ich persönlich finde, ein nettes Spiel. Egal, ob es mein Sohnemann mit seinen 7 Jahren spielt oder ich als sein Papa mit ein paar Jährchen mehr und einem Augenzwinkern. Es ist aus meiner Sicht für jeden geeignet, weil es einfach eine gute Steuerung, ein eingängiges Gameplay bietet, ohne große Raffinesse, aber es geht einfach gut von der Hand. Das Spiel unterhält kurzweilig sehr gut und das soll es auch. Und aus meiner Sicht müssten die Hersteller einfach nur in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch die Entwicklung abwarten, inwieweit die Inhalte natürlich die Kunden quasi langfristig motivieren können, dabei zu bleiben. Da wird sicherlich noch ein bisschen was passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube aber auch, dass der Titel eine gute Entscheidung getroffen hat als PS Plus Titel, als Free-to-Play-Titel in diesem Bereich an den Start zu gehen. Er ist somit einer wesentlich breiteren Masse an Spielern zugänglich und wird sicherlich dort auch den ein oder anderen Fan gewinnen, den er so mit Sicherheit nicht gewonnen hätte, wenn das Spiel als Vollpreistitel für 40, 50, 60, 70 Euro, whatever, auf den Markt gekommen wäre. Meine abschließende Bewertung ist eigentlich relativ klar. Ich würde dem Spiel eine wirklich gute bis sehr gute 7,5 von 10 geben. Ich habe jetzt die ganzen positiven Aspekte genannt. Als negative Aspekte, wenn man sie denn so nennen können, kann man sicherlich benennen, dass das Spiel in seinen jetzigen Inhalten nicht sonderlich an Langzeitmotivation haben dürfte. Jetzt mal vom Herausforderer-Modus einfach mal abgesehen. Ihr habt ja jetzt schon an der zweiten Herausforderung meines Charakters gesehen, dass das durchaus knackig ist. Aber ansonsten ist der Hersteller an dieser Stellschraube sicherlich aus meiner Sicht durchaus gefordert, dass dann mit Saisoninhalten, mit neuen Content zu füttern, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass sie das machen werden. Ich möchte mich an der Stelle jetzt bei euch bedanken, hoffe, ich habe euch einen guten und übersichtlichen Test präsentiert, würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr natürlich den Kanal kostenlos abonniert, um zukünftig keine Videos mehr auf unserem Kanal zu verpassen. Und dann sage ich an dieser Stelle wieder Dankeschön, ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.